Salü und Hallo. Hier sind die Graffiti-Kultur-News vom 17. November 2011, präsentiert von CRE-EU, dem Jugendportal der Großregion, heute mit Ina. Bereits zum fünften Mal findet ab heute bis am Samstag das Autorenfestival Primeur in der Alten Feuerwache in Saarbrücken statt und ist aus dem Festivalleben der Großregion nicht mehr wegzudenken. Primeur hat sich als wichtige überregionale Plattform für zeitgenössische frankophone Dramatik und als Tour zu den deutschsprachigen Bühnen etabliert. 3 Tage lang stellen die Kooperationspartner 6 spannende Texte in szenischen Lesungen, Werkstattinszenierungen und einem Live-Hörspiel vor. Alle Texte sind das erste Mal auf deutschsprachigen Bühnen zu erleben. Präsentiert werden außergewöhnliche Autoren aus unterschiedlichen Generationen und Regionen, deren Antworten zu kulturpolitischen und sozialkritischen Gegenwartsthemen auf der Rares sehr unterschiedliche Weise ausfallen. So entfaltet sich erneut ein faszinierendes Spektrum zeitgenössischer frankophoner Literatur. Begegnungen von Publikum und Autoren wie auch der Austausch von Autoren und Theatermachern machen den besonderen Reiz des Festivals aus. Gefeiert wird jeden Abend im Festivalclub in der Sparte 4 bei frankophoner Live-Musik. Wie in den Vorjahren wird Primeur begleitet von einem Workshop des Frankreich-Zentrums der Universität des Saarlandes. Mehr Informationen zu den einzelnen Stücken findet man unter www.theater-saarbrücken.de und das aktuelle Festivalprogramm kann man wie immer auf CRE-EU nachlesen. Das waren die Graffiti-Kultur-News von heute. Das heutige Event und weitere Veranstaltungstipps gibt es auf crew mit einem g und 5rs.eu auch zum Nachlesen oder folgt uns für brandaktuelle News auf Twitter. Bis morgen, ciao, ciao!